Das Derby FAS Berlin gegen ECC Preußen Berlin wird präsentiert von Compass & Spine. Nicht so viele schöne Spielzüge, viele Kämpfe in die Ecke. Wir haben immer noch einen Plan B und wenn nicht, dann Plan C. Ein Derby ist immer was Besonderes. It's Derby Time in der Eishockey-Oberliga. FAS Berlin traf auf ECC Preußen Berlin. Und so viel sei vorweg gesagt, es war ein Auf und Ab für beide Mannschaften. Aber der Start gehörte ganz klar den Hausherren. Wir sind rausgekommen mit Feuer, haben gleich dann das 1-0, sind wir in Führung gegangen, hatten das 2-0 auf dem Schläger, kriegen dann leider das 1-1. Besser als Nachwuchstalent Maximilian Adam, der auch für den DEL-Kooperationspartner von FAS, die Eisbären Berlin, spielberechtigt ist und im Derby besonders unter Strom stand, kann man es nicht zusammenfassen. Beide Teams hatten ihre Powerplay-Situation. Die Führung von Can Matthes glichen die Preußen aber in einer 4-gegen-4-Phase aus. 1-1 hieß es in der ersten Drittelpause. Ja, wir waren im ersten Drittel sehr dominant. Wir haben Eishockey gespielt, wir haben die sehr unter Druck gesetzt. Aber das ist halt ein Derby, habe ich die Jungs vorher gewarnt. Das ist egal gegen wem, Derbys sind Derbys. Und dann sind wir zurückgekommen, ich sage, ein gutes zweites Drittel, haben wir gute Chancen. Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr nachher im zweiten Drittel auf die Defensive konzentriert, anstatt nach vorne weiter Druck zu machen. Das war vielleicht ein Knackpunkt, ja. Der Knackpunkt in Drittel 2 war sicherlich der zweite Treffer für die Gäste aus Charlottenburg. Mit der Führung im Rücken machten die Preußen weiter mächtig Druck, zeigten sich deutlich präsenter als die freien Akademiker. Einzig FAS-Goalie Ole Swolenski verhinderte einen höheren Rückstand für die Heimmannschaft. Mit 15 Paraden brachte er die Spieler des Stadtrivalen im zweiten Drittel zur Verzweiflung. Zu Beginn des letzten Abschnitts war dann aber auch Swolenski geschlagen, denn Michael Rainey erhöhte mit einem schönen Solo auf 3-1 aus Sicht der Nordwest-Berliner Gäste. Bei FAS lief irgendwie nicht mehr so viel zusammen. Vereinzelte Befreiungsangriffe wurden relativ schnell vom Gegner beendet und hinzu kamen mehrere Zeitstrafen. Doch wie heißt es so schön? Unterzahl, Unterzahl, Unterzahl. Egal, denn Routinier Patrick Czajka verkürzte bei einem Mann weniger auf 2-3. Bis zur letzten Sekunde geht immer noch was, ja. Also wir haben immer noch einen Plan B und wenn nicht, dann Plan C. Und bis zur letzten Sekunde geben wir wirklich alles. Und mir war schon klar, dass das noch nicht vorbei ist. Denn so leicht will man sich in einem Derby eben nicht geschlagen geben. Mit Fabio Pacek trieb ein weiterer Routinier im Team der Weddinger seinem Mannen in seinem 301. Spiel für FAS nochmal zur Schlussoffensive. Doch am Ende sollte es nicht reichen, denn Preußens Rainey erzielte mit seinem zweiten Treffer ins mittlerweile leere Tor den 2-4 Endstand und machte damit kurz vor Schluss den Deckel auf das Spiel. Dritte Niederlage im dritten Saisonspiel für FAS Berlin. Dennoch kein Grund zur Sorge. Wir haben ja eine relativ neue Truppe. Wir müssen uns erstmal einspielen. Ich denke mal, unsere beiden Imports, die werden auch noch uns mehr bringen. Irgendwann werden wir ein Spiel gewinnen. Ja, ich hoffe, das wird am Sonntag passieren und dann ist das natürlich für eine Mannschaft positiv. Immer positiv bleiben, könnte man also sagen. Denn die Saison ist noch lang und es gibt ja auch noch ein zweites Derby. Das Derby FAS Berlin gegen ECC Preußen Berlin wurde präsentiert von Compass & Spine.